Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Pokémon Bloody Platina Sock Challenge. Ja, im letzten Part musste ich leider in der Arena feststellen, dass ich underlevelt bin. Was habe ich also getan? Ich habe gelevelt, natürlich, wer hätte es erwartet. Das hat mich so lange, also ich habe jetzt so viele Stunden meines Lebens darin gewastet, dass ich einfach Schnur trainiert habe. Das war auf Level, was war das? Ich glaube, warte mal, hier kann man so nachschauen. Level 16. Ich habe es bis zu Level 72 hochtrainiert. Das war die reinste Qual. Es hat diese Attacken hier. Es hat genau denselben Angriff wie Spezialangriff. Also fast identisch zumindest. Es ist eigentlich ziemlich gut. Damit kann man sehr gut was anfangen. Und es hat relativ ausgeglichene Werte sogar insgesamt, ist mir aufgefallen. Außer jetzt von dem HP-Wert. Das ist natürlich ein bisschen sehr hoch. Achso, ja, ich gehe mal ganz kurz durch alle Pokémon. Das ist Schnur auf Level 72, das ist Gocknoder auf Level 72, es bleibt dabei 274 Angriff. Das ist natürlich eine, also das ist reinste Kanone. Aber dass die Initiative-Wert auch so wenig ist, ne, das ist, also man hätte ruhig den KP-Wert mit Initiative-Wert wechseln können. Wobei, 102 KP wäre natürlich auch nicht so schön, aber so Initiative, ich weiß nicht, ne, das wäre irgendwie, also ich meine, das muss doch schnell sein, wenn es solche Kopfstöße machen möchte. Dann rennt es doch so auf den Gegner zu. Ach, ich habe keine Ahnung. Sorry, egal. Tentacool hat diese Werte hier auf Level 72. Ist schon fast auf den 200er Spezialdefensive Wert gekommen. Was eigentlich ziemlich krass ist. Lapik, auch relativ ausgeglichen. Angriffswert sticht natürlich heraus, genauso wie KP-Wert. Der X-Commander immer noch. Also ich würde sagen, der Lead. Ja klar, der Lead in unserem Team, aber. Ich meine jetzt damit der Commander halt des Teams, meiner Meinung nach zumindest. Also wenn ihr wisst, was ich da meine, hier, ich meine damit der Anführer sozusagen, hier, der MVP. Ja, der MVP. Milotic Level 72 und das war's dann auch schon. Und ich würde dann sagen, wir gehen mal direkt in die Arena und ich setze den X-Commander nach vorne, weil für die Leute, die es noch nicht wissen, ach vorbei, wir haben ja unten ja noch ein Item. Für die Leute, die es nämlich noch nicht wissen, Eis ist anfällig gegenüber Kampf. Ja. Und es ist eigentlich relativ egal, was für Pokémon die nächste vorne setzt, solange es kein Frostedie ist oder ein Rex Bleezer oder sonstiges. So ein Lucario kann gegen alle. Oh, was hast du für Pokémon? Zeig mal her hier. Meine Willensstärke wurde durch eiskalte Schneestürme geformt. Jetzt wirst du Zeuge dieser Willensstärke. Okay, das wollen wir uns natürlich mal direkt anschauen. Mal schauen, was für Pokémon der hat. Wieder nur eins, Mammutl. Oh. Da möchte ich nicht drin bleiben. So ein Erdbeben macht Aua. So ein Erdbeben macht richtig Aua. Ich würde jetzt Schnur am liebsten mal einsetzen, aber ich setze Milotic ein, weil kann halt nicht von Bodenattacken getroffen werden. Aber so Schnur möchte ich mal einsetzen heute in dem Part. Das wäre schon ziemlich cool irgendwie. Mal so das Pokémon, was ich gerade so reingewechselt habe. Ja, da siehst du mal hier. Hat keine Wirkung auf solche Pokémon. Tja, genatzt würde ich mal sagen, ne? So, wie viel Schaden macht ein Nassschweif? Also ich meine, Barschwa hat immer extrem viel reingehauen. Müssen wir mal schauen, ob Milotic überhaupt gerecht wird, einen Namen als Gyarados in dem Team hier zu haben. Und es sieht danach aus. Yo, direkt mal mit One-Hit-KO. Guck mal, Milotic zeigt mal direkt hier, wer der Herr Maus ist. Der zeigt auf jeden Fall, dass die richtige Entscheidung war, das tote Barschwa zu ersetzen. Eieieiei. Ja, haut schon direkt solche Krache raus. Alles klar, wollen wir mal hier rüber. Habe ich schon gegen... Wo fahre ich eigentlich gerade lang? So. Gegen den habe ich, glaube ich, schon gekämpft. Keine Ahnung. Gegen die hier. Zack. So. Gegen die habe ich nämlich noch nicht gekämpft. Das weiß ich. Ich befasse mich seit noch nicht allzu langer Zeit mit Pokémon. Meine Freunde haben mir durch Training zu diesem steilen Aufstieg verholfen. Ja, das ist natürlich sehr schön, dass dir deine Freunde geholfen haben. Ja, Freunde im echten Leben sind auch eigentlich dafür da, um dich zu unterstützen, solange es nicht die falschen Freunde sind, ja. Es gibt immer mal wieder irgendwelche Fälle, wo irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Menschen dazu genötigt werden, irgendwelche Dinge zu tun und so weiter, die sie nicht machen wollten und so weiter, weil die Freunde, denen das angehängt hat und so weiter. Leute, das sind keine richtigen Freunde, wirklich. Es sind keine richtigen Freunde. Ich habe damit auch schon Erfahrungen gemacht. Das sagen die Eltern nicht nur so. Das sagen sie auch aus einem sehr guten und bestimmten Grund. Schön, dass Kraxler daneben geht. Ey, willst du mich eigentlich jetzt mal verarschen? Das hat eine 15%ige Chance, daneben zu gehen. Und ich krieg die natürlich.
Aber das war wieder klar, das ist natürlich wieder mein Glück, ja. Ich heiße ja Marcel, ja. Das ist ja aber wieder ganz klar, dass der Marcel dann mal wieder so richtig ins Gesicht geknallt bekommt. So, wie viel Schaden macht das? Komm, das muss extrem viel Schaden machen. Ja, wollte gerade sagen, sogar ein Volltreffer. Ja, das ist, wie viel Schaden das jetzt gemacht hat. Der Angriffswert für Koktodan ist es außerirdisch. Das sollte ja. Pff, ja. Hier, das ist ja. Also, wenn Koknodon das kein One-Hit jetzt. Also, wenn das kein Kok. Wenn. Alter. Wenn das kein One-Hit gewesen wäre, dann hätte mich das auch gewundert. So. Außerdem, morgen ist Schule. Beziehungsweise von euch aus gesehen, heute für mich. Das fuckt mich ganz schön ab, muss ich sagen. Das fuckt mich ganz schön ab, muss ich wirklich sagen. Weil, also, ganz ehrlich. Also, die Ferien waren relativ langweilig. Weil ich halt wenig zu tun hatte. Fußball kannst du nicht draußen spielen bei so einem Wetter, was ich ziemlich schade finde. Und dann habe ich mich halt nur mit Freunden verabredet und so weiter. Das ist ja auch nicht wirklich das Wahre. Und sonst saß ich halt zu Hause und hab halt, keine Ahnung, am PC habe ich mich hingehockt. Also das ist halt, mehr kann ich halt nicht machen da in den Ferien dann. Und also sonst, also so Schule an sich. Ich hätte da doch lieber eine lebenslange Ration an. Freizeit, wieso will ich eigentlich heilen gehen? Wobei, man muss natürlich denken, also ich bin immer so immer noch der Meinung, also ich bleib sogar bei dieser Meinung. Gegen wen habe ich jetzt eigentlich noch nicht gekämpft? Okay. Ich bleib eigentlich bei der Meinung, die erste bis zur fünften Klasse sind auch wirklich die relevanten Klassen in der Schule, meiner Meinung nach. Du lernst einfach in den folgenden Schuljahren nichts, was du in irgendeiner Art und Weise irgendwie was oder was dich in irgendeiner Weise irgendwie im späteren Leben auf irgendwas vorbereitet. Ich meine, wir gehen jetzt in der Schule Mathe durch den Ähnlichkeitsfaktor. Ich meine, ich habe nichts dagegen, das ist auf jeden Fall leichter als so manch anderer Krimskrams in Mathe. Aber Mathe ist so ein Fach, das macht mir schon, also es macht mir nicht Spaß. Ich meine, es ist halt Unterricht, aber es ist schon mit einer meiner Lieblingsfächer, wenn man mal so Sport wegschaut und so, ne? So von den richtigen Fächern. Wobei, nee, das klingt auch wieder falsch. Ich hoffe, ihr wisst irgendwie, wie ich das jetzt meine. Wo muss ich überhaupt nochmal lang? Ey, es ist Jahre. Ach, nee, 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 nee. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ich weiß schon, wo ich lang muss. Nein! Oh, ich dachte gerade. Zack, zack, zack. Perfekt. Wollte gerade sagen, ich habe mich gerade für einen kurzen Moment erschrocken und dachte, was ist jetzt los, aber gegen ihn habe ich ja noch gar nicht gekämpft. Hier, wir lernen ja gerade so den Ähnlichkeitsfaktor. Also Mathe, warte, ich muss mich eben ganz kurz finden. Mathe ist halt so ein Fach, das kann ich schon ziemlich gut, muss ich ehrlich gestehen. Das ist mit einer der Fächer, die mir mehr liegt als ein anderer. So, ich habe jetzt seit, ich glaube, 4 Jahren durchgängig im Fach im Moment eine 2. Das ist eigentlich sehr gut. Oh, Stachler. Jetzt werden wir aber schon hier. Hallo, wir sind hier nicht mit dem Competitive Match. Da brauchst du jetzt aber nicht hier mit Stachler ankommen. Wie heißt ja, das ist immer so ein Fach, was eigentlich ganz gut bei mir läuft. Und ja, der Ähnlichkeitsfaktor ist relativ leicht. Ja, das ist relativ leicht, wenn man so zwei Objekte da hat und die irgendwie miteinander vergleichen muss. Was also die Ähnlichkeit halt zwischen den beiden finden muss. Also, Pokémon kam jetzt eigentlich nochmal. Also, Pokémon kam jetzt. ich habe vergessen, was für ein Pokémon da jetzt kommt. Ja, gut. Was tue ich denn jetzt? Ach, wollen wir mal Schnur ausprobieren hier in dem Let's Play? Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Aber auf jeden Fall der Ähnlichkeitsfaktor, ne? Jetzt geht mal ganz tief in euch. Jetzt denkt mal ganz genau nach. Wozu brauche ich für mein späteres Leben Ähnlichkeitsfaktor? Genau, überhaupt nicht. Und ich sag's immer wieder, wenn man irgendwie Mathelehrer sein möchte oder irgendetwas, was mit Mathe zu tun hat, Ingenieur oder so werden möchte, ja, und da irgendwie Ähnlichkeitsfaktor irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt, dann soll man das verdammt nochmal studieren. Dann soll man das in seinem Studium lernen und nicht in der Schule. In der Schule ist so eigentlich meiner Meinung nach. Taucher, das ist nicht allzu gut, aber trifft Erdbeben? Ach, schade, das wäre witzig gewesen, weil wir sind ja nicht unter Wasser. Da hätte eigentlich Erdbeben auch mal treffen können. Das war jetzt ein bisschen riskant drin zu bleiben, aber ich glaube, das tankte easy, ja. Ja, und dann denke ich mir immer so:
wenn man nicht irgendwie Mathe-Professor oder sonstiges werden möchte, ja, dann brauchst du das in der Schule nicht. Dann kannst du ja, dann ist es bescheuert, dass sie sowas festlegen, dass so etwas gelernt wird. Dann könnt ihr mir nicht sagen, dass es das einfach ein Lückenfüller ist. Weil, pass auf, dann könnte man ja in, keine Ahnung, dann, weil ich mein Traumberuf ist, Spieleentwickler zu werden. Wieso lernen wir in der Schule denn dann nicht, wie man mit Java arbeitet? Wieso lernen wir das nicht? Wieso war da gerade die Intensität 4? Das habe ich noch nie bisher bekommen. Alter. Und denke ich mir immer mal wieder, immer so, wieso lernen wir dann auch nicht was für meinen Traumberuf? Wieso? Wieso? Wenn wir schon für andere Leute da irgendwelche Berufe da lernen, wenn wir da irgendwie, keine Ahnung, mit angelaufen kommen mit irgendwelchen Sachen wie Ähnlichkeitsfaktor oder hier das mit diesen, kennt ihr das mit dieser Spiegelachse da, mit der Geometrie und so? Das war auch so bescheuert, ja? Dann denke ich mir immer so, ja, dann mach doch irgendwelche komischen, dann mach doch wenigstens Themen, die mich überhaupt irgendwie allgemein bilden. Ich habe jetzt gerade eine Mischung aus Bildern und Bilden gemacht, auch nicht schlecht. Die mich irgendwie allgemein bilden. Oder Sprache Französisch oder Latein. Also jetzt mal ehrlich, das ist der größte, also mit Geschichte ist das der größte, das ist das, also wirklich der größte Lückenfüller der Welt. Wozu brauche ich in meinem gottverdammten Leben Französisch, Latein oder Geschichte? Das ist da. Wenn ich nach Frankreich ausreise, dann kann ich das auch selber lernen. Französisch interessiert mich in meinem Leben doch null. Null. Das ist nur ein beknackstes Land und noch die Hälfte eines anderen Landes, also Belgien, wo die überhaupt Französisch sprechen. Und Latein sprichst du überhaupt nirgends mehr. Latein brauchst du nirgends mehr. Nirgends. Nicht ansatzweise, ja. Es gibt immer dann die Lateiner, die in der Schule sind, immer ganz stolz, dass sie Latein haben. Und kommen dann immer angelaufen und sagen dann immer so: Ja, also Latein, das braucht man immer noch in der Medizin. Arsch lecken. Selbst die Lehrer sagen schon, dass Latein dafür nicht mehr benötigt wird. Für Medizin. Also von daher, wozu brauchst du diesen Rotz? Das sind die größten Lückenfüller überhaupt. Und ich finde das lächerlich. Man könnte viel, 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 viel mehr daraus machen. Man könnte viel, 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 viel mehr nützlichere Themen in der Schule den Kindern beibringen. Aber nein, was machen wir daraus? Wir sind ja die super tolle Schule. Was mache ich überhaupt gerade? Ich rede ja einfach viel zu viel. Nein, wir sind ja die super tolle Schule. Wir müssen das ja so machen, dass wir erstmal dick und fett erstmal die unnötigsten Sachen den Schülern beibringen. Wo fahre ich eigentlich gerade lang? Ich muss hier hin. So, zack, hoch. Also das finde ich so dämlich gelöst, wirklich so dämlich gelöst, ja. Und also da könnt ihr, keine Ahnung, als irgendwie Mathe-Professor oder sonstiges angelaufen kommen und irgendwie sagen: Also ich finde, Mathe ist ja schon ziemlich wichtig in meinem Leben. Ja, weil du auch verdammt nochmal dafür studierst oder was weiß ich, was du machst halt, um Mathe zu lernen. Aber das gilt nur für 20% der Schüler, die in die Schule gehen. Sag mal, jetzt reicht's mir, was mache ich hier? So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss das hier wegmachen. Das kriege ich am besten weg, indem ich hier so zack, zack mache. Und hier hochfahre und einfach hier runter. So, geht doch. Also das sind so die Sachen, die mich echt richtig ankotzen. Genauso wie Geschichte. Also da brauche ich euch ja gar nicht, da brauche ich euch ja nicht sagen, was daran so unnötig ist. Ne? Geschichte, das ist... Also, ich bitte euch. So, wollen wir mal ansprechen hier. Moin, du möchtest Frieda herausfordern? Sicher, ich lange schon warte, genau. Ja, klar. Ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Aber ich muss dich warnen, ich bin stark, denn ich weiß, mich zu konzentrieren. Pokémon, Mode, Romanzen, alles eine Frage der Konzentration. Ich zeige dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zu verlieren. Ist eine harte Ansage, meine Liebe. Ja, du siehst gar nicht so aus, ob du so schlagfertig wärst. Aber, meine Liebe, du... Nicht schlecht, gewagte Wortwahl, ja. Aber mal schauen, was du mir sonst geben kannst. Du leadest natürlich mit einem verdammten Rossana. Ganz klar, war mir natürlich bewusst. Da kann ich natürlich sehr viel machen mit meinem Lucario nicht. Da setze ich Milotic ein. Ganz strategisch gelöst mit der Attacke Biss. Jetzt kommen wir natürlich irgendwie, wahrscheinlich irgendwie so Bitterkuss oder Todeskuss wahrscheinlich. Es war so klar. Es war so klar, ey. Meine Fresse, es war so klar. Ich hab's auch schon hervorgeahnt, ey. Aufwecker, zack, rauf auf Milotic. Das ist mein letzter Aufwecker. Wobei, ich habe ja noch drei. Waren das drei Hyperheiler?
Ich habe mich dran erinnert, ich glaube, das waren drei. Ja, Traumfresser, ja klar, meine Liebe. So funktioniert das hier nicht. Ich kann sogar Drachentanz jetzt einsetzen. Gar nicht mal so eine schlechte Idee, weil wenn sie jetzt wieder Hypnose einsetzt, setzt sie einfach wieder Hyperheiler ein, nochmal Drachentanz. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, ja, setz ruhig nochmal Todeskuss ein, da habe ich nichts gegen. Mach das ruhig nochmal. Solange du halt nicht auswechselst oder irgendeine Attacke, andere Attacke einsetzt, ist mir das Schnuppe. Solange kann ich mich aufboosten und du hast die Nullrunden und ich habe die Plusrunden. Tja, was tust du jetzt, Rossana, ne? Guckst du so blöd, ne? Ja, ja. Oh, Blizzard, ja, daran, okay, das ist natürlich... Also ich meine, so ein Blizzard würde mich auf gar keinen Fall KO'en. Auf gar keinen Fall. Selbst wenn Step ist und normal effektiv, das KO mich auf gar keinen Fall. Hagelsturm ist dann natürlich ein bisschen was anderes. Hagelsturm ist, kann dann natürlich extrem nervig sein. Und ich werde jetzt mal versuchen, mit dem Hagelsturm so viel wie Runden wie möglich ja, den ausklingen zu lassen. Weil so ein Hagelsturm, ja, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht so wirklich das, worauf ich Lust habe. Nein, auf gar keinen Fall. Darauf habe ich überhaupt keine Lust. Ich muss dann ganz kurz was nachgoogeln. Danke für deinen fucking Todeskuss. Der geht natürlich nicht daneben, ganz klar. Würde ich so einen Todeskuss einsetzen, der wird erst, sagen wir mal, nach dem vierten Mal treffen. Ich kenne ja schon mein Glück. Der wird auf jeden Fall extrem oft daneben gehen. Ich kenne mein Glück ja, wie gesagt. Das ist schon... Eigentlich ist es klar, dass mir sowas passieren würde. Und wenn Gegner gegen mich das einsetzen, treffen sie natürlich immer. Es ist eigentlich schon gang und gäbe bei mir. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Ja, ja, ist schon in Ordnung. Setz ruhig Traumfresser ein. Ja, ja. Du machst mir eh keinen Schaden. Hagelsturm trifft mich zwar, aber Überreste heilen das eh wieder hoch. Also, nee. Rossana kann keine Fähigkeit in irgendeiner Verbindung mit Hagelsturm haben. Was mich gerade freut. Hab mich nämlich gerade nochmal ein bisschen darüber erkundigt. Ich war mir halt nicht sicher, ob das Teil jetzt wirklich Vorahnung hat. Vorwarnung, meine ich. Oder irgendwie hier Schneeschicht oder wie das da hieß. Ach, keine Ahnung, wie das hieß. Aber wie gesagt, Blizzard, das wird mich auf gar keinen Fall One-Hit-KO'en. Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, wir sind zu einem Zeitpunkt gekommen, wir können mal angreifen, oder? Was meint ihr? Wir sind jetzt hochgeboostet und sind auch noch, jetzt hier 6 Level über dem Rossana. Also, das sollte auf jeden Fall, ne? Hier, komm, machen wir One-Hit daraus. Ganz klar. Sogar ein Volltreffer. Ja, komm, wir wollen nochmal auf Nummer sicher gehen, Milotic. Kein Ding, habe ich nichts gegen. Rossana mit dem grenzdebilen Ruf. Kennen wir ja schon von diversen anderen Pokémon. So. So, was kommt als nächstes? Ach, guck mal. Hagelsturm, perfekt. Erstmal so bis zum Ausklingen sozusagen. Erstmal ausgeklingt. So. Ich kämpfe gegen Lapras weiter. Doch, doch. Ich kämpfe, glaube ich, gegen Lapras weiter. Wir sind gerade nämlich geboostet und da kann ich dann auch mal so einen Biss ablassen. Das sollte ganz guten Schaden machen. One-Hit wird es wahrscheinlich eh nicht sein, aber ganz guten Schaden sollte es auf jeden Fall machen. Ja, wollte schon sagen. Ich hatte gerade in meinem Kopf in der Vorahnung... Nee, willst du mich verarschen? Ich hatte gerade so in meinem Kopf gehabt, das Teil kann doch wahrscheinlich wieder Donnerblitz, ne? Ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Klar. Klar, ja, na, wieso denn nicht, ne? Wer spielt denn nicht Lapras mit Donnerblitz? Ja, ich hatte es im Hinterkopf gehabt. Ich hab mir so gedacht, wächst du jetzt aus oder nicht? Und ich hatte in meinem Kopf gehabt, das kann dann wahrscheinlich eh Donner oder Donnerblitz. Aber hab mir dann so gedacht, so, nee, hast du eh nicht. Und sag das lieber nicht deinen Zuschauern, sonst stehst du doch doof da. Boah, ey, ganz ehrlich, ne? Oh, Junge, ey. Das ist so lächerlich, was ich für ein Pech in meinem scheiß Let's Play habe. So, ich glaube, ich setze einfach an. Na, nee, Erdbeben. Step einfach. Es muss einfach besiegen. Muss einfach besiegen. Es ist Step und es ist also bitte. Ja, wollte ich schon sagen. Alter. Das Spiel will mich hier auf. Das will mich hier aber richtig verarschen. Wisst ihr das? Ist euch das mal aufgefallen? Rigbang redet sich darüber auf. Mann, habe ich viel Pech mit Volltreffern. Ja, schau dir erstmal meinen Let's Play an. Ich mache zwar viele Fehler, aber ganz ehrlich, was ist das für ein Scheiß, dass es den Donnerblitz kann? Wird mal Zeit, dass ich ein neues Carpod oder Gyarados fange. Dann meine Box ist gleich voll. Noch ein Pokémon muss sterben und dann ist meine Box voll. Oh. Hab keine Pokémon mehr zur Auswechslung übrig. Geil, ne? Also so richtig gute. Wurmpanade ist auch nicht gut, nein. Andi, nein. Wurmpanade ist nicht gut. Schmier dir das, streich dir das am besten ganz raus. Das ist kein gutes Pokémon, nein.
sieht vielleicht schön aus in deinem, keine Ahnung, aus deiner Sicht aus, aber es ist nicht, das ist nicht stark, auf gar keinen Fall, das ist nicht stark, nein, das ist echt nicht stark. Vor allem dann auch diese komischen, nee, die Lumpenumhang war doch, nein, nee, hier dieses Grasumhang-Ding da, das ist, nee. Ich habe jetzt gerade für kurzen Moment gedacht, na, Schweif geht wieder daneben, hätte mich gefreut. Das Signature-Pokémon ist wahrscheinlich Frostedje. Und ich habe kein Pokémon mit Biss. Bravo. Lawine, okay, jetzt kannst du meinen Finger einsetzen. Ich hätte noch nicht mal ein Pokémon mit, oder? Nee, ich habe kein Pokémon. Was ist das denn jetzt? Hallo, willst du mich verarschen? Boah, ich werde gleich so aggressiv, wisst ihr das? Ich werde gleich so aggressiv. Ich hab... Marcel, ganz ruhig. Es ist ganz ruhig. Tentacool wird die Erdbeben schon überleben. Ach ja. Ach ja. Ist das nicht schön? So macht das Spiel doch Spaß, oder nicht? Habt ihr keinen Spaß beim Zuschauen? Ich hab grad voll Spaß. Ich hab grad richtig Spaß, hab ich gerade. Fühl mich gerade wie MOP, Alter. Wie Mythos of Playing. Kennt ihr diesen YouTuber? Ja, wenigstens Lapik macht Volltreffer. Kennt ihr diesen YouTuber? Mythos of Playing? Der hat genau denselben Scheiß gehabt. Genau denselben Scheiß. So, jetzt genau abladen. Was hat der nochmal für Attacken? Ich könnte Gewissheit einsetzen. Wie ging das nochmal? Hat der... Okay. Cognodon ist ja nicht wirklich schnell. Das heißt... Ich werde wahrscheinlich als zweites erst angreifen. Das heißt, Gewissheit sollte extrem viel Schaden machen. Vor allem mit dem hohen Angriffswert plus sehr effektiv. Halt einfach die Klappe, Frieda. Halt die Klappe, bevor ich dir so eine Schelle verpasse, dass du jahrelang nicht mehr reden kannst. Es setzt Doppelteam ein. Es setzt Doppelteam ein. Es juckt ihn nicht. Es juckt ihn einfach nicht. In so einem Fall wäre einfach Nachtara so geil gewesen, ne? In so einem Fall wäre Nachtara einfach perfekt gewesen. Ja, es reicht für ein Twit-KO, perfekt. Ja, halt einfach die Klappe, sonst trete ich dir dein Schienbein ein. Blizzard trifft, natürlich. Meine Hydro-Pumpe ging daneben, Blizzard trifft zweimal bei ihm. Ich glaube, einmal ist sogar daneben gegangen. Egal. Komm, friere mich am besten noch ein. Ja, besieg's doch gleich, komm! Ich setze mich jetzt auf mein Sofa und schau Fernsehen. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Ich setze mich auf mein Sofa und schau Fernsehen. Diesen Scheiß keinen Bock mehr. Setz mich jetzt hier einfach hin und schau Fernsehen. Ihr könnt mir ja irgendwie in die Kommentare schreiben, was ich da gerade falsch gemacht habe. Ich habe wahrscheinlich ganz viele Misplays gemacht, aber... Schreibt es mir am besten noch irgendwie in die Kommentare oder so. Ist mir jetzt scheißegal. Das juckt mich jetzt hier überhaupt nicht. Ich setze mich jetzt hier einfach hin und... Das ist lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. Zwei... Nee. In einem... Nee. Ich halt... Nee. Ganz ehrlich. Oh, so kann es ja auch nicht weitergehen, ne. Ganz ehrlich, dieser verdammte Scheiße. Wenn das Lapik jetzt nicht reißt, dann wisst ihr, was das heißt. Mein Team ist down. Weil Commander kann nichts gegen das Pokémon machen. Ja... Super schön. Und ich wette mit euch, wegen Doppelteam wird jetzt der Angriff, den ich jetzt auswähle, nicht treffen. Ja. Oh, sind wir mal gütig. Trifft der Angriff mal. Es reicht jetzt nicht für einen Hit, oder? Es reicht. Ich habe Frieda besiegt. Und da kommt eine WhatsApp-Nachricht. Von wem? Von Selina. Kann dir das leider nicht erklären, bin gerade nicht da. Ich hoffe, du steigst da durch. Ach ja, sie hat mir ja vorhin nochmal für die Chemieklassenarbeit mal eben ganz kurz nochmal hingesendet, was wir so alles lernen mussten. Herzlichen Dank, Selina, wirklich. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mir das nochmal gesendet hast. Schreibe ich dir natürlich gerne nochmal zurück. Was hat sie mir auch geschrieben? Kann dir das leider nicht... Ist in Ordnung. Ach, ist in Ordnung.
Hier ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich steig da schon durch. So, Daumen hoch. Und ein Smiley. So, das ist doch schön, oder? Das kann man sich doch fast einrahmen. Ja, Mensch, das ist doch schön, ne? Ist irgendwas passiert? Ich habe den Orden gekriegt. Wahrscheinlich jetzt auch nochmal mit der Lawine als TM. Oh, heute ist echt ein schöner Tag, ne? Heute ist Sonntag, morgen haben wir Schule. Ich muss auch noch lernen für eine Chemiearbeit, weil wir direkt nach den Ferien eine Chemiearbeit schreiben. Boah, ey, ist das heute ein geiler Tag, muss ich ehrlich mal gestehen. Boah, hab ich gerade Spaß an diesem Tag heute. Vor allem immer noch so im Hintergedanken an morgen, ne, an Montag. Ja, stimmt, Montag wird wieder richtig geil, ne, fängt die Schule wieder an, habe ich Französisch mit meinem absoluten Hasslehrer, der mich auch noch unfair benotet. Beziehungsweise alle Jungs unfair benotet, wollen ja mit allen Jungs zu ihm hingehen. Boah, das ist ja ein geiler Tag. Schönen Tag und tschüss.